Jesus Beck. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch mal ein paar Schätze. Und einen Moment. Mal kurz Nasenspray nehmen, meine Nase ist schon wieder verstopft. Und draußen schneit's. Geht ja auch rum. Was fange ich denn mal an? Ja, also der hier, der musste sein. Das ist der Spellbinders. Ja, also es ist so ein. Ich mache den mal jetzt nicht auf. Das ist halt eben so ein Magnet. Ja. Ne? Ah, okay. Also der hat ordentlich Power, ja, ihr seht das schon. Aber nur das hier ist magnetisch, ne? Dann durfte das mit, da habe ich mich verkauft. Also ich wollte das haben, aber nicht zweimal. Ist aber schon, ist schon in guten Händen. Dann durfte das noch mal mit. Also ist zwar vorbei, aber ja, meine Güte, kommt ja auch wieder. Genau. Das durfte noch mal mit. Dann das hier. Diese hier, die ist sehr, sehr schön. Also, ne, habt ihr drei Aufleger von Studio Light. Kann man nie genug haben. Dann die hier, da habe ich ja auch schon welche. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, Leute. Wartet mal. Ah ja, genau, also, ne, das ist einmal das. Ne, dreimal sogar. Also, dreimal diese hier. Zweimal diese hier. Könnt ihr ja euch mal angucken. So. Dann durfte die noch mal mit. Und diese hier. Ich wollte das eigentlich nicht so durchrattern. Also ihr könnt ja Stopp machen und euch das durchlesen, ne? Die habe ich auch selber. Dankeschön. 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 Bringst du die wieder weg? Hier? Bring die wieder weg. Tu wieder hin. Oh, ich habe Plastiklöffel geschenkt bekommen. Ja, ich liebe die. Ich finde die toll. Ne, das ist, ich mag sowas sehr. Die habe ich ja auch schon selber privat. Mit denen habe ich gerne gearbeitet. Oh Leute, guckt mal, wie ich aussehe. Dieser freche Kater, ne? So, die habe ich auch selber. Auch sehr schön, die habe ich auch schon benutzt. Ich muss mal gucken, dass wir hier nicht so hoch bauen. Wenn nicht, muss ich ein bisschen was wegräumen. Dann diese hier, die habe ich auch selber. Die habe ich noch nicht. Dann durften
vier Distressed Oxides mit. Das sind die hier. Ich muss mir auch mal von den anderen, die einfach nicht mehr so saftig sind, einfach mal wieder neue holen. Ne? Das ist ja nicht weiter wild, da ein neues Kissen zu holen. Aber ein Auffüller durfte mit, denn das Tumbled Glass von mir, es ist so leer. Also, ja, leerer geht nicht. Ich kann euch nicht alles zeigen, denn ich weiß, dass jemand ganz Bestimmtes guckt. Die anderen nicht so, aber die eine guckt auf jeden Fall. Und deswegen kann ich das nicht zeigen. Ne? Ja, es tut mir leid, aber geht einfach nicht. Also ich weiß es nicht. Und ich will jetzt aber auch nicht sagen, Lisa, bitte, Guckverbot. Ich zeig's einfach nicht. So. Kann sie dann selber zeigen oder nicht? Ne? Das ist ja meine Güte. Ist ja auch nicht schlimm, ne? Ja. Es ist auf jeden Fall etwas, was ich auch hab und ihr schon im Haul gesehen habt. So. Toll. Dann durfte die hier mit. Die ist echt cool. Ich habe die von Lawn Fawn, also anders. Aber sehr, sehr schön. Die ist ja von MFT hier. So. Dann durfte das nochmal mit. Ich glaube, das hatte ich insgesamt auch zweimal gekauft. Ja. Einmal hat eine ganz, ganz liebe Freundin das bekommen. Dann das hier durfte auch noch mal mit und das hier. Ich muss, also die sind so niedlich, ne? Ich habe mit denen ja auch schon gearbeitet und mit denen, ja, mit allen. Habt ihr ja, denke ich, gesehen. So. Diese hier durften mit. Guckt euch mal die süßen Kätzchen an. Sind die nicht niedlich? Ich finde die so putzig. Unglaublich süß. Die durften mit. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Es ist ja ein Wetter gerade draußen, Leute. Schnee. Es hat geschneit. Ich habe heute früh zu meinem Mann gesagt, guck mal bitte aus dem Fenster. Guck einfach raus. Guck dir diese Scheiße an. Also man kann es nicht anders sagen. Ich hasse es. Es ist so viel Schnee. Ich will das nicht. Ich will es nicht. Ich will einfach den Schnee nicht mehr haben. Ich mag das nicht. Nee. Da bleibt es mit dem Kinderwagen immer überall stecken. Und ja, die sind schon was älter hier. Die wollte ich aber unbedingt auch noch haben. Ja. Sind so süß. Was ich auch noch unbedingt haben wollte, ist das hier. Ja. Silvester ist zwar vorbei, geht aber super für Geburtstag, klar, ne? Und ich glaube, ich habe gehört, Silvester soll wiederkommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber doch. So. Dann durfte das nochmal mit. Auch ein sehr schönes Set. Dann habe ich mich für die entschieden. Ich bin ehrlich, als ich die das allererste Mal gesehen habe, dachte ich mir, hässlich brauchst du nicht. Doch muss ich ganz ehrlich sagen, kennt ihr das? Ihr findet erst eine Sache total doof und dann so nach einem halben, dreiviertel Jahr muss ich haben. Ich habe das ganz, ganz oft. Ich habe. Da hat mich so ein bisschen auch die Anja angesteckt. Ich war ja bei Stamping Fairies im Design-Team. Ich habe mich ja verabschiedet und die beobachte die lieben Mädels und die Alex natürlich weiterhin. Wir sind weiterhin in Kontakt. Und die Anja, die macht so schöne Karten von Lawn Fawn und die hat da so schöne Sachen gezeigt. Naja, und was soll ich sagen? Du bist schuld, Anja, ne? Also, falls du das siehst. Du bist schuld. Dann durften noch ein paar Stanzen mit von Lawn Fawn. Einmal diese hier, die habe ich aber schon. Die habe ich noch nicht.
Stitched Snowflake Frame. Da gibt es, glaube ich, verschiedene. Also ja, ich glaube, hier gibt es auch verschiedene. Welche ich aber auch noch nicht hatte, ist die Happy Birthday. Da habe ich von meiner Bibi eine geschenkt bekommen. Ja. Die hier. Also, Trick or Treat habe ich. Oh, hier fliegt gleich der Karton runter. XOXO und das Hello Sunshine. Also mehr habe ich auch noch nicht. Und die habe ich jetzt. Und natürlich Happy Easter. Ne? Muss ich euch nicht sagen, warum ich die mitgenommen habe. Kommt ja jetzt. Oh, was krabbelt denn mich hier so im T-Shirt? Sag mal. Milo bestimmt vorher Brötchen gegessen oder sowas und hat hier bei seinem Nachmittagssnack bzw. Mittagssnack bestimmt in meinem T-Shirt noch reingekrümelt. Genau. Also die. Ich glaube, langsam wird es hier sehr, sehr hoch. Die habe ich so lange gesucht. Also ich weiß nicht, wie lange ich die gesucht habe, aber endlich habe ich sie. Der Stencil fehlt mir noch, aber egal, kannst du dir auch selber machen. Na? Kann man so schöne Sachen mitmachen. Ich habe schon gesehen, habe ich doppelt, ist aber nicht schlimm. Und dann durften noch ein paar Enamel Dots mit. Das ist einmal das hier. Ja. So ein, was ist denn das? Hellblau. Hellblau. Pastellgrün. Blau. Die habe ich schon gehabt, sind aber fast alle. Dunkel und hellgrün. Glitzersilber. Glitzerblau. Wie geil sind die bitte aus? Toll, oder? Das sieht in der Kammer sehr. Das sieht in der Kamera sehr orange aus. Es ist aber so ein rot-orange. Und das hier ist so ein braun-orange. Oh, ganz komische Farbe, aber schön. Und gelb. Gerade zu Ostern sind die doch sehr toll. So. Dann habe ich noch. Wartet, ich muss das mal runternehmen. Dann habe ich mich wieder eingedeckt mit meinen Lieblings-Raya. Achso, Preise kann ich euch leider nicht nennen. Ich weiß es nur von denen hier. Da kostet eins 7 Euro. Und hier kostet eins 3 Euro. Ja. Doppelklebeband extra stark. So. Klebeband halt eben. Ich finde das toll. Ich habe zwar noch 3 oder 4 Rollen da, aber egal. Von denen habt ihr ja gesehen, habe ich auch noch genug da. Aber wenn die da sind, dann nehme ich die mit, weil die verschenke ich auch gerne und ich liebe die. Ich liebe sie einfach. Das ist, ja, ich lieb's. So, Klebeband räume ich zur Seite. Ihr Lieben, das war's. Das reicht auch. Wir hören uns. Wir hören uns bald wieder. Allerdings mit Bastelsachen hören wir uns ja so kurz vor Anfang Februar, ne? Da hören wir uns wieder. Mal gucken, was ich jetzt Schönes mache mit den Schätzen hier. Ein paar Sachen müssen eingepackt werden. Ja, da freue ich mich schon drauf. Und mal gucken, ob ich mich heute vor die Tür traue. Denn ich bin eine absolute Frierkatze. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, ob ihr den Winter gut leiten mögt, wie auch immer. Ich überhaupt nicht. Ich mag es nicht. Also ich bin ein absolutes Herbstkind. So Spätsommer, Herbst. Das ist so meine Jahreszeit. Ja. Gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.